Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Businessfragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Formen des Vertragsabschlusses. Sehen wir uns zuerst die unterschiedlichen Formen des Vertragsabschlusses an. Ein Vertragsabschluss kann erfolgen entweder mündlich, schriftlich, elektronisch, durch schlüssiges Handeln oder auch stillschweigend. Sehen wir uns diese unterschiedlichen Formen etwas genauer an. Mündlich, darunter wird verstanden, dass der Vertragsabschluss zum Beispiel per Telefon zustande kommt. Ein typisches Beispiel hierfür wäre, wenn Sie in einem Shoppingkanal anrufen und dort die präsentierte Ware einfach telefonisch bestellen. Und auch diese Form des Vertragsabschlusses ist absolut zulässig und hat dann dementsprechend auch die rechtliche Wirkung. Ebenso kann die Form eines Vertragsabschlusses schriftlich erfolgen, also zum Beispiel in Form von Kaufverträgen, also durch eine schriftliche Vereinbarung. Die dritte Form des Vertragsabschlusses, welche möglich ist und auch denkbar ist, ist die elektronische Form, also zum Beispiel der Vertragsabschluss per E-Mail oder per Handy. Hier ist es ja im Regelfall so, dass keine Unterzeichnung eines Vertrages möglich ist. In diesen Fällen wird im Regelfall die digitale Unterschrift zur Anwendung kommen. Also das heißt, hier gibt es so Stempel, zum Beispiel über Atrust, wo man die E-Mails signieren kann und wo die beiden Gesprächspartner dann ganz klar die Vertragsunterzeichnungen bzw. diese digitale Unterschrift überprüfen können. Und zu guter Letzt können wir dann auch noch den Vertragsabschluss durch schlüssiges Handeln. Das ist ein typisches Beispiel, wie wir es aus dem Supermarkt kennen. Und hier muss jedoch darauf geachtet werden, dass einerseits ganz klar erkennbar ist, dass der Verkäufer Waren zum Verkauf anbietet. Und auf der anderen Seite muss auch klar erkennbar sein, dass der Käufer Interesse am Kauf der jeweiligen Ware hat. Und das ist zum Beispiel im Supermarkt ganz klar gegeben. Sie betreten den Supermarkt, gehen zum Regal, wählen ihr jeweiliges Produkt aus, gehen zur Kasse, legen das auf das Förderband, es wird kassiert und Sie erhalten den Abrechnungsbon am Ende. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die letzte Form, welche ich hier in diesem Video besprechen möchte, und zwar die stillschweigende. Hierbei handelt es sich hierbei um keinen gültigen Vertragsabschluss. Also unter stillschweigend wird zum Beispiel verwendet oder verstanden, wenn Sie eine Ware per Post erhalten, diese jedoch nicht bestellt haben. Und in diesem Fall geht es sogar so weit, dass wenn Sie der Empfänger dieser Ware sind, dann können Sie diese zum Beispiel sogar verschmeißen oder vernichten und sind hier in keiner Pflicht. Außer, Achtung, es ist ganz klar nachvollziehbar, dass es sich um einen Irrtum handelt, dann sind Sie in diesem Fall verpflichtet, den Versender, also den Verkäufer so quasi, der Ihnen die Waren zugeschickt hat, darüber zu informieren und mit ihm die weiteren Schritte zu besprechen. Also die klassischen gültigen Formen des Vertragsabschlusses sind nochmal zusammengefasst mündlich, schriftlich, elektronisch und durch schlüssiges Handeln. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch.